Herzlich willkommen bei Quiz und Arnulf. Arnulf und Quiz. Ja, Q&A. Und der liebe Quiz hat heute ein Thema vorgeschlagen. Bitte, Quiz. Ja, ist ein bisschen klobig zu erklären, aber mich würde interessieren, du hast ja in den letzten Jahren ziemlich viel auf dem Gebiet des Streamings erreicht und in der österreichischen Mittelalterszene bist du quasi ein nicht wegzudenkender Grundpfeiler, möchte ich mal sagen. Das würde ich jetzt mal auch so auf die Streamer-Szene umlegen. Also es gibt wenige österreichische Streamer, die es, glaube ich, so weit gebracht haben. Nach oben wesentlich weniger Luft als nach unten. Und auch in Deutschland ja unglaublich bekannt. Viele Leute wären jetzt, glaube ich, gerne an der Stelle, wo du jetzt bist und denken sich wahrscheinlich oder möglicherweise, wow, wenn ich das erreicht hätte, ja, wenn ich da wäre, dann wäre das super, dann wäre alles in Ordnung, dann wäre das Leben gut, dann wäre alles großartig. Ist das so? Nein, ist natürlich nicht so. Also aus mehreren Gründen. Manche glauben, ja, der hat es geschafft. Ja. Erstens mal das, zweitens Bekanntheit und Einnahmen haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Kommt noch dazu. Und Bekanntheit zu halten ist halt auch sehr schwierig. Also, ich sag mal so, 2018 bis April 2019 hätte ich gesagt, ja, ja, absolut, ja. Da so, lebe deinen Traum, ich lebe meinen Traum, alles ist easy. An der Stelle entschuldige mich, falls irgendwelche Bildstörungen sein sollten, aber kann ich ja gerade nichts machen. Aber, wie gesagt, ja, ich habe da meinen Job gehabt mit den Auftritten und zeitgleich sorry, aber können wir nochmal anfangen? Ich habe immer noch diese Scheißbildung, die werden jetzt immer häufiger. Oh je. Jetzt habe ich grün, grün, grün. Oder wir machen es einfach so, du schickst mir die gemuxte Datei und ich schneide sie dann für mich, weil es sieht einfach kacke aus, wenn du alle 10 Sekunden plötzlich dein Bild grün wird. Ja, okay. Okay, wir fangen einfach nochmal von vorne an. Aufnahme beenden, Aufnahme starten, in der Hoffnung. Ich mach mal Folgendes. Ich werde hier die Quizcam okay. Ja, egal. So, Aufnahme starten. Herzlich willkommen bei Quiz und Arnulf. Arnulf und Quiz. Herzlich willkommen beim Q&A und heute hat Quiz eine Frage an mich. Ja, und zwar eine, die mich in den letzten Tagen relativ beschäftigt hat. Und zwar, man weiß ja, du bist im Streaming und vor allem am österreichischen Mittelaltermarkt eine nicht wegzudenkende Größe. Das hast du dir über viele, viele Jahre erarbeitet, in den letzten Jahren ja sehr bekannt geworden, auch auf Twitch. Und ich denke, viele Leute da draußen denken sich, wow, wenn ich das erreicht habe, was Arnulf von KavauTV erreicht hat, wenn ich die Zuschauerzahlen hätte, wenn ich die Aufmerksamkeit, den Bekanntheitsgrad hätte, dann wäre alles super. Ja, dann würde alles genial laufen, dann wäre das Leben perfekt, dann wäre ich ein Superstar. Ist das so, Arnulf? Fühlst du dich so? Nein. Ich sag's mal so, ich habe mich noch nicht mal so gefühlt, als es auch gestimmt hat. Nein, man muss dazu sagen, ich habe den Bekanntheitsgrad sehr raketenhaft auf Twitch gekriegt, was wieder komplett anders ist als in der Mittelalterszene. Also Mittelalterszene ist halt einfach so, ich habe mit 15 angefangen
auf Mittelaltermärkten aktiv, bei den Akteuren dabei zu sein. Ja? Das heißt also, als wir hier in Österreich mit Mittelaltermärkten mal angefangen haben, das war so um 93 rum, so 92, 93 rum, glaube ich. Und habe ich ja schon seit 84 auf Mittelalterveranstaltungen in Deutschland gearbeitet gehabt. Das heißt also natürlich, ich hatte einen Vorsprung vor sehr vielen anderen. Ich meine, es gab natürlich in Wien zum Beispiel die Schaukampfgruppe Dreinschlag, die auch auf deutschen Mittelalterveranstaltungen Auftritte hatte, weil es ja in Österreich noch keine gab. Ne? Aber ich bin nicht der Einzige, der schon Erfahrung aus Deutschland mitgebracht hat. Auch man kann auch aus Österreich Erfahrungen in Deutschland machen, sogar wenn man in Österreich lebt. Ich habe damals aber in Deutschland gelebt. Egal, der Punkt ist, da habe ich wirklich sukzessive aufgebaut und der Bekanntheitsgrad in Österreich ist deswegen, weil ich von Anfang an in Österreich schon in einer sehr zentralen Rolle war, weil ich habe sowohl vom Schaukampf über Herold bis hin zu Musik alles so gemacht in der Richtung. Und dadurch sogar auch Feuershows und so weiter. Das heißt also, du hast da schon sehr, sehr steten Aufbau. Bei Twitch war es eher raketenhaft, weil ich einfach Dinge gemacht habe, die vorher auf Twitch nicht da waren. Ich habe eine Mittelalter-Taverne auf Twitch gehabt, die ich ja immer noch habe. Die gab es so in der Form nicht. Und Twitch hat das so gut gefunden, dass sie mich gepusht haben. Und wenn du halt von Twitch auch noch gepusht wirst, weil du einen Inhalt hast, den es sonst noch nie gab, hast du halt Vorteile. Es ging bis hin zu Interviews in den USA, Zeitungsartikel in den USA und so weiter. Bei den Top 10 meistgesehene Clips auf der TwitchCon in San Jose war das, glaube ich. War ich dabei und so. Das sind Sachen, die zu erreichen, die wenigsten schaffen überhaupt. Ich meine, das war ein Clip, der halt, keine Ahnung, weit über eine halbe Million Mal geguckt wurde. Und das sind unvorstellbare Größenordnungen, selbst für mich. Ja, ist halt viral gegangen. Da haben ja Leute angesprochen, dass die so den Clip sogar auf koreanischen Webseiten gefunden haben und so, ja. Also völlig surreal. Das ging bis hin dazu, dass ich bei der TwitchCon in Berlin als Juror bei Twitch Sings dabei war und so weiter und so fort. Also wirklich coole Sachen. Muss aber sagen, aufgrund in meiner Inhalte im Bereich Mittelalter, schwer vermittelbar an Sponsoren sozusagen, weil ich halt jetzt nicht der junge, schlanke, adrette Kerl bin, wo man halt von Mode bis hin zu Uhren und was weiß ich, was man alles bewerben kann oder irgendwie fancy Shakes oder keine Ahnung, ja. Bin ich halt nicht der Typ für. Das heißt also, finanziell hat das ganz anders ausgesehen wie bei anderen, die sehr viel kleiner sind und trotzdem sehr viel mehr verdienen. Das ist, also wie gesagt, das Interessante ist, von Ruhm kannst du dir gar nichts kaufen. Also gar nichts. Wenn du in der falschen Sparte berühmt wirst, dann hat das halt nicht so viel Sinn. Und es ist dann auch irgendwann natürlich, war ich nichts Neues mehr. Und dann wendet man sich halt bei den Internetmedien gerne mal auf was anderes. Ja, also sprich, jo, also ich bin jetzt nicht in der Versenkung verschwunden, es gibt mich nach wie vor, aber viele sehen mich halt so von den Followerzahlen, ja, also wir waren schon fünfmal über die 100.000 Follower drüber. Jetzt sind wir so auf dem Weg zu 98 von oben nach unten. Also 98.000, aber Followerzahlen, ich achte auch nicht so sehr auf Followerzahlen. Ja? Ich arbeite ja auch mit Leuten zusammen, die mal vielleicht nur 600 Follower haben oder sonst was, weil es geht mir immer darum, ja, jetzt sogar mit jemandem was so ein bisschen
Nee, er mich verbannt, der hat nicht mal 300 Follower, weil mir halt Followerzahlen egal sind, sondern mir geht es um die Leute. Wenn ich die Leute cool finde, finde ich die Leute cool. Und ich glaube, dass das eine der wichtigen Sachen ist. Ich habe es bemerkt bei Twitch-Leuten, die nicht mit mir geredet haben, also mich nicht mal eines Blickes gewürdigt haben am Anfang. Da war ich aber schon Partner. Dann bin ich halt medial immer bekannter geworden. Dann wurde ich auch schon lieb begrüßt, ja. Und dann, als ich dann schon wirklich so gerade auf dem Höhepunkt meiner Welle war, plötzlich sind große Twitch-StreamerInnen auch mal auf mich zugekommen von sich aus und so: Ha, grüß dich, wie geht's dir? Ha, ha, ha. Jo. Aber ich habe ja auch damals nicht gedacht, so, ha, super, ich bin jetzt drin, sondern, aha, jetzt kommst du, ja, jetzt kommst du. Interessant. Ist ja Ich wie in einem halte schlechten halt, Film. ja, eh. Aber es ist einfach so, ich bin halt alt genug, dass ich auf so einen Hype nicht reinfalle. Und ich habe mir halt einfach grundsätzlich immer mir das bewahrt, dass ich sage, Leute, die nett zu mir sind, sind nett zu mir. Leute, die interessanterweise aufgrund meiner Follower- und Zuschauerzahlen immer netter werden, interessieren mich per se nicht, weil ich mit denen menschlich nichts anfangen kann. Die können noch so groß sein, ist mir egal. Ich bin da halt, dadurch, dass ich halt auch schon mit der Tuifes, mit meiner allerersten Band, ja, also ich habe ja schon vor über 20 Jahren, habe ich schon Hypes erlebt und mal vor 3000 Leuten gespielt zu haben, ja, auch wenn jetzt das bei einem Mittelalterfest war. Aber es war trotzdem so, wo Leute dir sagen, boah, die Lightshow war super und das waren eigentlich nur das war nur das Blitzlichtgewitter von ganz vielen Kameras. Die Leute haben gemeint, wir haben eine Stroboshow. Ja, ist so. Es ist wirklich alles so passiert. Und das sind halt dann so diese Momente, wo du dir bewusst wirst, dass es Momente sind. Die kann man genießen, aber man sollte nie drauf bauen, dass das immer nach oben geht oder einfach so bleibt, ja. Und wenn du kein Arschloch wirst auf dem Weg nach oben, dann hast du auch noch genug Freunde, wenn es wieder abwärts geht. Aber diese Und Bekanntheit, die du aufgebaut hast, ja, ich meine, der Ruhm ist vergänglich, das ist ja klar. Internet-Memes, Internet-Trends gehen schnell, ja. Einen Tag bist du oben, einen Tag bist du unten. Aber diese Bekanntheit, die du mal aufgebaut hast, kannst du die in irgendeiner Weise nutzen für dich, ja, wo du sagst, ja, das als Reputation hier, vielleicht für die Vita da oder vielleicht wirklich dann auch irgendwo in Finanz oder in Geld irgendwo auch umsetzen, an irgendeiner Stelle. Ich habe es nicht geschafft, das in Geld umzusetzen, weil, wie gesagt, falsche Sparte. Also ein bisschen schon, aber halt nicht so, dass es jetzt fürs. Also jetzt während der Corona und ohne Auftritte gebe ich allein für Versicherungen, Erhalt von allem und so weiter mehr aus, als ich überhaupt einnehme. Also das heißt also, da ist noch nicht mal alles bezahlt, bevor ich an Essen und Trinken denken kann. Ja? Im Moment ist es ein Minusgeschäft. Ja? Also im Moment mache ich miese, aber ich habe mir halt 2018 ein Polster aufgebaut, von dem ich jetzt zehre. Weil, wie gesagt, ich war ja schon länger selbstständig und ich ist auch sehr saisonal. Das heißt, also ich hatte Sommer dick Kohle, also für mich, für meine Verhältnisse. Also es ist für einen anderen die Portokasse, für mich war es die Kohle, ja. So, ich habe Geld zum Ausgeben, ist für mich schon die Kohle, ja. Und ja, und im Winter halt keine Einnahmen, weil halt nichts los. Als mittelalterlicher Spielmann, da hatten wir auch in Österreich noch nicht so die Mittelalter-Weihnachtsmärkte. Naja, auf jeden Fall ist es halt so, unterm Strich war ich schon gewohnt, immer im Sommer das Geld mir entsprechend für den Winter einzuplanen und das kann man auch auf Jahre sehen. Also wenn einfach es gut gelaufen ist, ich habe nie mehr wirklich viel mehr Geld ausgegeben als normal, weil es hat der Danny Adams, Danny Adams, es ist ein deutscher Coach,
der so Leute mit Online-Business coacht, ja. Und der hat mal gesagt, reich wirst du nicht, wenn du dir teure Autos und teure Uhren kaufst. Kann dein Ziel sein, aber es ist nicht das Ideale, um reich zu sein. Das kannst du dir erst leisten, wenn du nicht dein ganzes Geld dann genau dafür ausgeben musst und dann sonst nichts mehr hast, ja. Also, und ich habe nie wirklich dann Geld ausgegeben, großartig. Also, ich bin jetzt auch nicht öfter auf Urlaub gefahren, nämlich nie. Das muss man auch sagen, wenn man Twitch-Streamer ist oder auf Mittelaltermärkten und so arbeitet. Urlaub kannst du eigentlich vergessen, außer du bist so dick im Geschäft, dass du so viel Geld verdienst, dass du dir den Urlaub auch leisten kannst. Kann ich mir halt nicht. Ich kann mir nicht mal freie Tage leisten. Also so mein letzter freier Tag war am 4. Februar. Da habe ich mir einen Tag freigenommen, weil meine Frau Geburtstag hatte. Genau, ich erinnere mich. Ja, richtig. Ich erinnere mich auch. Ne? Gut, Du bist dass ja meine Frau da Geburtstag hatte, da weiß ich wenigstens, wann mein letzter freier Tag war. ein sehr genügsamer Mensch. Du lebst jetzt auch nicht in Saus und Braus, wie du gerade gesagt hast, ne? Du hast du fährst einen normalen Familienwagen, der durchaus einen Dacia leistbaren Logi, Bereich, Dacia sind halt einfach saugünstig. ja, im leistbaren Bereich ist. Du wohnst sehr abseits der teuren Plätze hier in Österreich. Also da, wo du wohnst, sind die Mieten jetzt wirklich nicht sehr hoch. Wir Und zahlen keine Miete genau, weil insofern, weil es Eigentum ist. eben, ne? Also du lebst ja Ja. quasi eh schon, wie man sagen könnte, für Streamer-Verhältnisse quasi eh schon das absolute Maximum an Sparflamme. Wie es auch teilweise immer super gesagt wird, ja, zieh doch in ein Land, wo du möglichst wenig Ausgaben hast. Also du bist ja eh schon quasi ganz, ganz unten, ne? Von den Ausgaben her, Naja, ne? gut, ich zahle jetzt allein pro Monat zwischen 600 und 700 Euro Versicherung, ja? Also nur Kranken- und Pension. Dann Steuern und so. Also es würde günstiger gehen, bin mir ganz sicher. Aber hier in diesem Land kann ich wenigstens in der Regel fast alles sagen, was ich will. Ja? Das ist auch sehr praktisch. Also kein Arnulf in Dubai jetzt. Kein Arnulf in Dubai. Nee, mir wurde auch schon angeboten, als ich hatte so ein Management, das hat gemeint, ja, gut, nach Irland, weil da sich da eine Streaming-Community aufgebaut hat. Habe ich abgelehnt, weil ich habe eine Frau und die Kinder und die kannst du nicht einfach plötzlich in ein anderes Land verpflanzen und dann in die Schule schicken. Ne? Aber worauf ich eigentlich eingehen wollte, jetzt so nach außen wirkt es ja nicht so, als würde ich auf Sparflamme arbeiten. Ja? Weil ich habe ein Streaminghaus. Das Haus meiner verstorbenen Schwiegereltern ist und das halt sozusagen geerbt wurde. Und unser Haus so klein ist, dass wir ganz viele Dinge in diesem Haus haben. Ich mache hier meine YouTube-Videos. Wir haben hier am Dachboden unsere Sachen, weil wir keinen Dachboden haben, weil der Dachboden das Schlafzimmer der Kinder ist. Weil wir nicht mal ein Schlafzimmer haben, wir schlafen auf der Ausziehcouch im Wohnzimmer, das gleichzeitig noch Büro und Küche ist. Also wir wohnen ja sehr angenehm eigentlich, aber andere Leute können sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen, so zu wohnen. Für uns war es eine Verbesserung, wir haben halt zu viert in einem Raum gewohnt, also das ist ein Schlafzimmer für die Kinder schon Upgrade par excellence. Ja, und durch ein Zweitwohnzimmer in der oberen Etage, wo eben sonst der Dachboden wäre, haben wir sogar praktisch dann für die beiden Kinder Räume, wo sie sich aufhalten können und mal voneinander getrennt sind. Dann haben halt wir keine Räume mehr, aber egal. Und dadurch, wenn du dann sagst, ja, ich bin jetzt im Streaminghaus, im Studio A, Studio B, Studio C, oder im Recording-Studio und hast auch noch ein Gästezimmer für Streaming-Gäste oder so, dann klingt das halt mega, hättest du Villen, ja? Ja, das Loch in der Mauer hinterm Klo, also es geht nicht durch, aber da fehlt einiges an Ziegel, weil das Klo repariert wurde. Und das ist bis jetzt nicht zugemauert. Das ist jetzt fast ein Jahr her. Aber
Maurer, keine Ahnung, warum Maurer so beschäftigt sind und größere Baustellen haben als mein Klo. Ja, aber es ist schwierig, Maurer zu kriegen. Jetzt haben wir diese Illusion zerstört, dass, hey, du warst ganz oben, du bist von Millionen von Leuten gesehen worden und hast jetzt voll viel Geld verdient, etc. Aber gehen wir mal auf den anderen Aspekt ein, den man sich vorstellt, wenn man an die große Karriere denkt. Kannst du wenigstens sagen, okay, das hat mich glücklich gemacht, von Tausenden, Millionen von Menschen gesehen zu werden, erkannt zu werden, Autogramme zu geben, das ja immer noch zu tun, ne? Also kannst du sagen, okay, zumindest ich hatte dieses Glücksgefühl, von das man sich irgendwie vorstellt, das man hat. Ja, das habe ich. Hatte ich, ja. Und ehrlich gesagt, habe ich aber witzigerweise dieses Glücksgefühl auch jedes Mal auf dem Mittelaltermarkt, wenn ich auf der Bühne stehe mit meinen Jungs oder Solo und die Leute mir zujubeln, habe ich ja schon das Glücksgefühl, wenn ich irgendwo, mir reichen für dieses Glücksgefühl, also auch 50 Leute, genauso wie wenn es 1000 sind. Also es ist einfach, ich denke einfach, dieses Gefühl von Leuten wahrgenommen und also gut gefunden zu werden. Ja? Gemocht zu werden ist immer so die Schwierigkeit, weil ja, du weißt ja, dass die Leute dich jetzt nicht so kennen. Ja? Und du weißt jetzt nicht, ob sie dich mögen oder halt nur dieses Abbild, das sie so im Internet oder in den Medien wahrnehmen. Also. Wobei ich mich da ja eh nie verstell, aber es ist einfach so, ich kann sagen, ja, hatte dieses Glück. Das Krasse ist, das ist vor allem währenddessen, ja. Das Problem ist das danach. Also du kannst auf einem Auftritt sein und dieses wahnsinnige, du hast Adrenalinausschüttung, du hast dieses Hype-Gefühl, aber wenn das jetzt auch noch in der fremden Stadt ist oder du gerade Single bist und sowas, ja, und du gehst dann, bist dann danach allein, dann fällst du in ein ziemlich tiefes Loch. Dann ist nämlich das alles nicht da. Und du hättest das aber gerne noch oder so. Also das ist wahrscheinlich auch nicht bei jedem so, aber ich vermute mal, dass das auch mit einer der Gründe ist, warum dann manche Leute sich künstlich Glücksgefühl reinpfeifen. Und ich meine jetzt nicht davon, rede jetzt nicht davon, dass sie sich eine Tafel Schokolade gönnen. Also es ist halt bei Musikern und ja, überhaupt bei allen Leuten, die diesen Hype haben vor Publikum, glaube ich, ein sehr, sehr großes Problem, das bei mir sich dadurch gelöst hat, dass ich eine Frau gefunden habe und eine Familie gründen konnte. Und selbst wenn sie nicht da sind, weißt du, dass sie da sind und das füllt diese Leere komplett aus. Also das ist für mich zum Beispiel ein gewaltiger Anker, meine Familie zu haben. Und ja, das rettet Leben. Und das ist ja eigentlich die interessante Sache, weil wenn du Großkarriere machen willst, dann ist es, glaube ich, heute genauso wie vor 20 oder 30 Jahren, dann musst du ja quasi dem Management, den Booking-Diensten etc., den musst du ja zur Verfügung stehen. Die brauchen dich dann oder dann, ja. Und das lässt sich mit einer Familie nur sehr schwer vereinen, ne? Weswegen du dann dieses Gefühl der Einsamkeit, selbst wenn du eine Familie irgendwo hättest, ja, dann wahrscheinlich trotzdem hast. Ich kenne das auch ganz gut, wenn jetzt, also ich nehme meine Familie grundsätzlich zu Auftritten mit, aber ich bin natürlich auch manchmal ohne, wie du richtig sagst. Und es ist einfach, wenn du einen schlechten Auftritt hattest, ist es super, sie dabei zu haben. Wenn du einen guten Auftritt hattest, ist es super, sie dabei zu haben, weil dich das erdet, weil dich das runterholt, weil du jemanden zum Reden hast und eben nicht in diesen Aftershow-Coyote-Ugly-Stimmung reinkommst. Ich weiß nicht, ob du dir den Film noch erinnern kannst, da gibt es einen ganzen Film drüber. Auf jeden Fall. Ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern, aber aus anderen Gründen wahrscheinlich. Aber es ist letztendlich für Leute, die allein sind, es sind ja viele YouTuber, Streamer da draußen, glaube ich, noch alleine, ne? Und glaube ich, erfolgreich sind auch alleine, vielleicht noch eine Freundin oder sowas.
Ich weiß nicht, ich denke auch, dass ganz, ganz viele, gerade jetzt im Online-Bereich, jetzt Twitch, YouTube, halt auch Beziehungen mit anderen YouTubern und Twitchern haben, weil die das auch verstehen. Ich glaube, das ist auch nicht unwichtig, weil ich habe zum Beispiel eine Frau, die das Ganze sehr unterstützt. Die ist auch schon auf Auftritten mit gewesen, hat Merchandise gemacht und so weiter und so fort. Ist jetzt halt durch die Kinder dann ab dem zweiten Kind dann nicht mehr mit, weil mit zwei kleinen Kindern geht das halt nicht mehr. Und es hat sich dann so eingebürgert, dass das halt jetzt einfach, ja, sie jetzt vielleicht noch zu ein, zwei Auftritten im Jahr mitkommt und ansonsten nicht. Was ich persönlich jetzt nicht so schlimm finde. Und du darfst ja auch nicht vergessen, bei den großen Events bin ich ja selten alleine hingefahren. Also da bin ich mit Jalustus gefahren, mit Lehrgeld, mit dir, mit dann Erithiel, wie sie alle heißen. Also wir, dann hast du ja auch Leute, mit denen du quatschen kannst. Das ist mit der Band, wenn du unterwegs bist, hast du die Band zum Quatschen. Also da, wenn du ganz, ganz solo bist und nicht jetzt nicht gerade so der offenherzige Mensch ist, bist, der auch noch bis 3 in der Früh am Lagerfeuer mit jemandem hockt und quatscht, ja, sondern dich dann eher zurückziehst, dann hast du das Problem größer, als wenn du eben sowieso die ganze Zeit mit Leuten am Quatschen bist. Wie ging es dir Und eigentlich dann, wie du gemerkt hast, okay, jetzt lässt der Hype wieder nach, ja? Und was hat das mit dir gemacht? Ich persönlich, ich habe ja in letzter Zeit auch einen starken Follower-Schwund erleben dürfen. Und ich muss ehrlich sagen, obwohl das natürlich jetzt bei weitem nicht in den Maßstäben war wie bei dir, hat mich das schon runtergezogen. ich glaube, das Wichtige ist, dass du an dir arbeitest. Also auch an deinen Gefühlen arbeitest. Das heißt also, ich bin ja, es heißt immer, dass ich wahrscheinlich Asperger habe. Das merkt man aber jetzt nach außen nicht so. Es ist nur so, dass, ja, andere Geschichte. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich seit meiner Kindheit immer stark an mir arbeite und immer auch sehr analytisch versuche, auch oft nächtens dran zu arbeiten. Wie fühle ich mich? Warum fühle ich mich so? Was kann ich dagegen tun oder dafür tun, dass es anders wird? Ja, ich habe einfach erstens drauf gepfiffen, wie viele Follower ich habe. Ich konzentriere mich auf die Zuschauer und auf den Spaß, den ich habe. Und habe halt jetzt, ich habe halt weniger Einnahmen, weniger Follower, weniger Zuschauer. Als ich gepusht wurde, hatte ich ja so einen Tavernenabend 1000 Follower plus. Ne? Und wenn du halt zwei Tavernenabende machst in der Woche, hast du halt 2000 Follower plus. Jede Woche. Das ist halt irre eigentlich. Ja? Auch ist es irre, wenn ich dran denke, dass was ich an Followern verliere, hätten andere gerne als Follower, ja. Aber wie gesagt, es ist nur eine Zahl, von der kannst du dir nichts kaufen. Ich habe aber meine Community, die einfach da ist, mit denen ich Spaß habe, die auch viel akzeptieren, wenn ich mal das mache, mal das mache. Und das fängt mich halt auch gut auf. Und ja, du solltest dich halt immer auf Qualität und nicht auf Quantität fokussieren und dann funktioniert das. Und wie gesagt, und wenn ich dann da gar nichts mehr hätte, dann müsste ich mir halt irgendwas anderes suchen. Es geht eigentlich immer darum, dass du irgendwas hast, wo du dich gut fühlst. Wie gesagt, das ist meine Familie auf der einen Seite, auf der anderen Seite können das Hobbys sein. Also im Endeffekt, wie bei jedem anderen Menschen auch. Aber es ist schon richtig, als es mit April 2019 nicht mehr so war, sondern dann so. Wenn du weißt, du hast gerade den Höhepunkt hinter dir, dann ist das jetzt im ersten Moment natürlich kein tolles Gefühl. Ja? Ich konzentriere mich halt auf die positiven Dinge. Die positiven Dinge sind, ich sehe im Chat wieder mehr Leute. Also es sind zwar weniger Menschen, aber du siehst sie mehr.
Das ist ja das Problem, wenn du auch so Startseite mal kriegst, ne? Und plötzlich hast du dann 2000 Zuschauer und dann schreiben genug Leute von denen im Chat, dann ja, kannst du mit dem Chat nicht mehr richtig interagieren. Und da sind jetzt nur 2000 Zuschauer. Jetzt reden wir nicht von Leuten, die 20.000 Zuschauer haben, ja? Und auf Twitch geht es ja um Interaktion. Auf YouTube wäre es was anderes, wobei ich auch da mir überlegen würde, dann könnte ich wahrscheinlich nicht mehr jeden Kommentar einzeln selbst beantworten. Und das ist, ich wünsche mir teilweise ein bisschen mehr Kommentare, ist ganz klar, auf YouTube. Aber gleichzeitig bin ich für jeden einzelnen Kommentar dankbar. Ich glaube, die Dankbarkeit ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt auch. Dass man, es gibt ja zwei große Einstellungen. Die einen, das ist Dankbarkeit für alles, was du kriegst. Das andere ist die Meinung, es verdient zu haben. Wenn du der Meinung bist, es verdient zu haben und es ist dann nicht mehr da, dann ist natürlich Kacke, weil du hast es ja verdient. Warum ist es jetzt nicht mehr da? Das ist halt aber eine Einstellung, die ist vielleicht nicht gesund. Also ich glaube halt bei nichts, dass es selbstverständlich ist. Und das ist, glaube ich, das für mich persönlich sehr Wichtige, dass ich halt nie glaube, dass es selbstverständlich ist, dass ich sowas kriege. Also wenn einer ein Tier macht mit 100 Bits, also für einen Dollar praktisch, oder bei mir eine Kanalmitgliedschaft auf YouTube abschließt, das sind Leute, das ist vielleicht keine große Summe, ja, aber wenn man sich überlegt, dass jetzt zum Beispiel bei einer Kanalmitgliedschaft ist das ja monatlich. Das ist übers Jahr gesehen von einer Person dann auch wieder gar nicht so wenig Geld, ja. Und natürlich nichts, womit du irgendwas zahlen könntest. Also noch nicht, ja. Ich hoffe ja immer noch, es werden mehr Kanalmitglieder auf YouTube und vielleicht kriege ich irgendwo noch mal ein Sponsoring, das aus mehr besteht als hier hast du mal was zu trinken. Also solche Sachen. Ich habe eine Kooperation mit Ritterladen zum Beispiel. Also wenn ich so 20 solche Kooperationen hätte, könnte ich davon leben. Vielleicht. Es ist jetzt so eher unteren Level angesetzt. Aber es ist immer so, das Problem ist im Moment, mein Ruhm ist mir nicht zu Kopf gestiegen, aber die Leute nehmen mich als jemand wahr, der dick im Geschäft ist und wahrscheinlich richtig Kohle macht damit. Und ja, ich verdiene Geld damit und zum Leben reichen, ja, wenn du halt nichts ausgibst, dann ja. Aber es ist halt, es ist, Also, glaube ich, in dem dein Ruf ist Business anderen zu Kopf gestiegen. möglich. Nein, also es ist so, in der Außenwahrnehmung ist es immer sehr schräg, wie man von manchen Leuten nach oben gehypt wird, an der Stelle, wo man sich selber gar nicht sieht. Also ich sehe mich halt nicht dort. Und ich glaube, das ist halt wichtig. Also auch alle, die jetzt neu anfangen, ich kann zwei Sachen sagen. Als ich angefangen habe mit Twitch, hat es geheißen, wenn man jetzt anfängt, kann man nichts mehr erreichen. Stimmt nicht. 4 Jahre später gibt es immer noch Leute, die neu anfangen und es auch wieder schaffen. Es ist immer so. Biete irgendwas, was die Leute sehen wollen. Biete irgendwas, was vielleicht noch nie da gewesen ist. Das sind immer so Dinge, die halt es dafür sorgen können, dass man es trotzdem noch schaffen kann. Ja? Und im Endeffekt soll man für die Zeit dankbar sein und nicht glauben, dass das für ewig so bleibt. Ja. Und ich kann eigentlich dazu nicht so viel sagen sonst, weil ich bin halt einfach immer bodenständig geblieben. Diese Hoch-Tief-Phasen, so ich bin der Beste oder ich bin nicht, hatte ich eher in meiner Jugend, so Pubertät. Da habe ich so oszilliert zwischen ich bin der Oberchecker und ich bin der Schwarz unter dem Fingernagel, bis ich mich eingependelt habe auf ein gesundes Selbstbewusstsein von, ja, ich habe halt Fehler und mich mag halt auch nicht jeder.
Aber solange ich mich mag und in den Spiegel gucken kann, ist ja mal nichts verhackt, ne? Da muss man halt erst hinkommen. Und manche schaffen das halt nicht in der Pubertät, sondern brauchen länger oder stecken halt sehr lange in der Pubertät. Ich weiß es nicht. Aber es ist ja auch schön, da, du kannst ja auch sagen, du warst ja da. Ne? Vielleicht kommst du auch wieder mal hin, weil das Internet ist ja mal wieder so. Dinge, die auch mal schon mal im Trend gewesen sind, können ja auch wieder trendig werden. Und, aber du warst auf jeden Fall mal da. Ne? Du hast Dinge erlebt, die außer dir jetzt nur wenige Leute erleben konnten und hast Dinge machen können und wurdest zu Dingen eingeladen, die nur wenige Leute machen konnten. Ne? Ja, also zum Beispiel eine Autogrammstunde auf einer Veranstaltung zu haben, direkt neben sehr berühmten Twitch-Streamern, das fühlt sich schon sehr krass an, ja. Also all diese Erlebnisse, von denen so viele, glaube ich, da draußen träumen und sich denken, das wär's, da möchte ich hin, etc. Aber was kommt danach? Na, was ist danach? Na, das ist ein Song von den Fantastischen Vieren, Ernten, was wir sehen, ne? Wo sie eben darüber singen, wenn du alles in deinem Leben erreicht hast, was du erreichen wolltest, wenn du dir, man setzt sich ja so Ziele, ich habe mir immer so Ziele gesetzt, dann habe ich die erreicht, dann okay, dann setze ich mir halt neue Ziele, dann habe ich die wieder erreicht, ne? Man hat gar nicht damit gerechnet, dass man die in seinem Leben noch erreichen würde, hat es dann geschafft, braucht wieder neue Ziele. Und es kommt ja immer was danach. Es gibt ja keinen glücklichen den Sonnenuntergang. So, ich bin gefeiert, ich bin Ding, jetzt kommt der Abspann. Nicht im echten Leben. Ne? Es kommt ja immer ein danach. Ne? Also da muss ich sagen, ich hatte große Ziele im Leben. Die habe ich aber erreicht. Und bei den großen Zielen im Leben habe ich nichts mehr. Mein Ziel war Familie und natürlich als Main Goal die richtige Frau dafür, ne? Habe ich erreicht. Und solange jetzt keiner von uns stirbt, sehe ich da jetzt auch kein, es kommt danach noch irgendwas. Also außer das Leben. Das andere sind Nebenquests. Kann man machen, muss man nicht. Ich mag Nebenquests. Da suche ich mir halt dann Dinge aus. Aber ich hatte nie das Ziel Reichtum. Hatte ich nie. Also bei mir geht es mehr auf der Gefühlsebene. Und ich fühle mich höchst zufrieden damit, dass ich für meine Begriffe sehr tolle Kinder habe und eine wahnsinnstolle Frau. Und auch da geht es mir jetzt zum Beispiel wieder nicht darum, den Schein, sondern eher das, was auf der Gefühlsebene ist. Also da könnte ich mir jetzt keine perfektere als meine eigene Frau vorstellen. Es gibt immer natürlich die jüngeren, hübscheren. Das war interessanterweise, war ich, also, ja, aber es hat, wie gesagt, als Musiker hatte ich jung und hübsch schon durch. Kann man natürlich immer weiterführen, aber jung und hübsch ist nett, aber wenn du nicht sinnvoll reden kannst, da ist einfach. Ich brauche halt keine Freundin, sondern eine Frau. Und habe ich. Und solltet ihr jetzt da draußen sitzen und gerade mal jung, hübsch und weiblich sein, dann es war jetzt nicht gegen euch gerichtet, weil es gibt auch junge, hübsche, mit denen man gut reden kann. Aber die habe ich nicht so gefunden. Dann, also es kein Angriff auf jung, hübsch, ja. Also durch mein Twitch-Dasein bin ich auf viele Frauen gestoßen, die jung und gut aussehend sind und auch noch erfolgreich und die auch noch nett und liebenswürdig sind, ja, und hilfsbereit und so. Also da hast du dann also so Frauen, wo ich sagen würde, die also von der Seite, wie ich sie bis jetzt kennengelernt habe, die könnten durchaus auch alle ein Jackpot sein.
Es müsste halt dann nur auch noch jemand da sein, der es zu schätzen weiß. Aber wo wir gerade beim Thema Aussehen ist, du hast das am Anfang des Podcasts schon mal erwähnt, du warst nicht jung und hübsch, als du am Firmament geleuchtet hast und deswegen hast du nicht in die Werbekonzepte vieler Firmen reingepasst. Hast du das nur so gesagt oder hattest du wirklich das Gefühl, dass du in der Fleischbeschau der Medienindustrie quasi nicht genommen werden kannst, weil hier passen die Zähne nicht und hier passt der Körper nicht. War das wirklich so? Hattest du das Gefühl? Also, es gibt manche Produkte, die sind wirklich auf jung und sportlich getrimmt. Und ich bin weder das eine noch das andere. Für diese Produkte fällst du aus. Für diverse Modelabels fällst du auch als dicker aus, selbst wenn sie für dicke produzieren würden. In dem Moment, wo du als Kleidungsstil eigentlich diesen hier hast oder Mittelalterklamotten anhast, fällst du auch aus, ne? Es ist sogar so, ich bin in einer Leibesfülle, wo ich auch bei den meisten Online-Anbietern, die Mittelalterklamotten haben, nichts mehr finde, was um meinen Bauch passen würde. Es ist halt also 30 Kilo weniger und ich könnte durchaus da noch ein bisschen was, wenigstens in dieser Sparte hinbekommen. Aber na und es gibt halt viel zu viele Produkte, die einfach nicht auf Mittelalter ausgerichtet sind. Mittelalter ist eine Nische, die nicht gerade dadurch glänzt, dass die Anbieter in dieser Nische in Geld schwimmen. Außer natürlich die vielleicht die Getränke produzieren. Und das im großen Stil. Aber die haben so viel Angebot an Werbepartnern, an möglichen, dass du da nicht so reinpasst. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, die werben wieder auf sehr viel traditionellere Weise als auf Twitch. Also das ist das Problem, die Produkte, für die ich passen würde, da wissen die Leute nicht mal, was Twitch ist. Und wenn sie wissen, was Twitch ist, wissen sie nicht, was deine Zuschauerzahlen heißen. Wenn zum Beispiel ich mache einen Gaming-Stream mit, Blödsinn, das ein Miniaturen-Stream, sagen wir ein Miniaturen-Stream, ja, also sprich, so irgendwie Warhammer 40k oder Zombicide oder sonst irgendwas, Figuren bemalen oder sonst was, und dann streamst du das eben ein paar Stunden und du hast einen Durchschnitt von 120 Zuschauern. Dann denkt sich der 120 Leute erreichen ist halt das ist werbetechnisch egal. Dass das aber einzelne Zuschauer über 5.600 sind in 7 Stunden, das sieht der nicht. Ja? Dass er damit 5.600 Leute erreichen würde, sieht der nicht. Und 5.600 sind halt ein bisschen mehr als 120. Aber das ist einfach, bei den Leuten kommt das halt nicht an. Ist auch schwierig, den neuesten Trends Herr zu werden. Es ist mit Plattformen ja so, sie kommen schneller, als man sie durchschauen kann. Und ja, wenn du sie mal durchschaut hast, ist schon die nächste Plattform da, die befüllt werden möchte mit Content und das Werbeplattform genutzt werden will. Ich würde sagen, das ist ein anderes Thema. Aber es ist halt schon so, dass glaube ich, Leute, die Werbung machen wollen, da jetzt auch ziemlich überfordert sind wahrscheinlich mit dem ganzen Angebot und wo gehört mein Produkt jetzt eigentlich hin? Wo wäre die richtige Plattform? Wo sind die Leute für mein Mag Produkt? sein. Aber ich sag mal so, wir haben jetzt schon recht viel geredet und heute mal wieder fast nur über mich, ja. Ich würde vorschlagen, dass wir das Thema Werbung uns notieren und Plattformen, überhaupt Social Media Plattformen. Können ja auch mal über Social Media Plattformen in einem eigenen Podcast reden. Und ich würde sagen, dass wir heute mit dem Thema vielleicht so zum Schluss kommen können. Also ich persönlich, wie gesagt, die Lehre nach dem Auftritt kenne ich aus früheren Zeiten. Mit Familie fühle ich die nicht mehr so. Ja. Und wie gesagt, bloß weil es nach einem Hype wieder mal nicht mehr so gut läuft,
sollte man nicht den Spaß verlieren an dem, was man tut. Weil ehrlich gesagt, warum tut man es, weil es Spaß macht und nicht deswegen, weil es gehypt wird? Weil das würde ja sämtliche Streamer, die niemals diesen Hype erreichen, in ein Eck drängen. Oder YouTuber. Es gibt YouTuber, die sind glücklich, weil sie 500 Abonnenten haben, mit denen sie eine tolle Community haben. Die brauchen keine 30.000 oder 3 Millionen, ja. Es ist halt andere, machen Schnipp, ja. Und ja, mache ich einen Zweit-Account, oh, 500.000 Abos ist okay, ne? Ist so. Es gibt diese und diese Leute, aber die Frage ist halt, womit man glücklich ist. Man sollte seine Erwartungen nicht zu hoch schrauben, wenn man glücklich sein will. Außer es macht einen glücklich, den Weg auf ein Ziel zuzugehen. Dann oh, sollte man aber auch bereit sein, einen sehr, sehr langen Weg auf sich zu nehmen. Ja, Ausdauer ist sehr, sehr wichtig. Da habe ich auch gestern wieder in der Taverne kurz darüber philosophiert, dass Ausdauer ist extrem, extrem wichtig bei dem Ganzen. Aber vor allem, wie du richtig sagst, für mich auch immer wieder ein ganz wichtiges Thema. Wenn du es nicht machen würdest, wenn niemand zuschaut, ja, ist die Frage, solltest du es überhaupt machen? Weil ich würde ja Musik schreiben, auch wenn niemand zuhören würde. Ich würde ja musizieren, auch wenn niemand zuhört. Und ich spiele ja auch für mich selber. Ich sitze ja auch hier und spiele für mich selber Klavier, ne? Also, als du mich letztens telefonisch nicht erreicht hast, war ich ja gerade wieder am Klavierspielen, ne? Also, ich würde es ja auch tun, wenn niemand zuschauen würde. Natürlich, aber die Frage ist, ob ich, wenn keiner zuschaut, ob ich dann streamen würde. Ja, genau. Ob du den Stream dann Ja, anschmeißt, das ist der richtig, ja. Punkt. Ja, also Ja. wenn nun seien wir uns ehrlich, ja, wer kreativ arbeitet und das ins Internet stellt, hat eigentlich schon die Hoffnung, dass es jemand auch guckt oder Na sicher. anhört. Ist so. Und ja, ich hatte das Problem noch nie, dass keiner zugeguckt hätte. Das ist mein Glück. Das haben viele nicht. Und es gibt natürlich Möglichkeiten, das zu umgehen. Aber das ist wirklich ein anderes Thema. Wir hätten so viele Themen, aber Ja, die Zeit rennt uns davon. ja. Genau. Und es muss gekocht werden, gegessen werden und sonstiges. Alles So, richtig. es gibt das berühmte Real Life. Aber danke auf jeden Fall für diesen Einblick hinter die Kulissen und den vielleicht auf der einen Seite etwas entmutigenden, aber auf der anderen Seite wieder sehr positiv aufzunehmenden Einblick hier in diese in den Backstage-Bereich deines Lebens. Ja, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass du da so offen und ehrlich drüber gesprochen hast. Ja, anders hat es ja keinen Sinn. Ich meine, ja, ja nicht irgendwie ins Eingemachte gehen, brauchst du keinen Podcast machen. Also in diesem Sinne, es hat uns mal wieder sehr gefreut. Dieses Video ist jetzt hier bei Quiz auf dem Kanal. Bedenkt bitte, wir haben beide unsere Playlists. Das heißt, ihr könnt auf, egal auf welchen Kanal ihr auf die Playlist guckt, immer alle Podcasts sehen. Dieser Podcast ist auf Quiz-Kanal, nächster Podcast wieder auf Gabau TV. Und in diesem Sinne bleibt uns gewogen. Es war uns ein Vergnügen. Heute wieder mit Quiz Und Arnulf. Arnulf. und Quiz. Tschö.